Ja, du hast ja herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Cleverbot ist mal wieder da. Staffel 3, Folge 4. Ja, naja, egal. Leute, wir starten rein nach dem Intro. Back am Start nach dem Intro. Wir starten direkt rein, ganz normal. Schreib Hallo. Na, wie geht es dir? Jo, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Und dir, lieber Cleverbot? Gut. Freut mich. Das freut mich natürlich sehr. Freut mich auch. Okay, schon mal sehr selbst egoistisch. Ich hab's nicht vermisst. Was machst du so? Mit dir schreiben und du? Dasselbe, du Affe, Digga. Ich habe mal eine Frage. Okay. Jetzt, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ich kann mir vorstellen, was kommt. Ich glaube, da soll Küssen stehen. Ich, diese Mücke. Ja, ganz klare Antwort. Nein. Ich dich auch nicht. Danke. Kann ich aber ruhig sein. Weil ich frag mal, was machst du? Heute noch so, denn ich wollte gerade sagen, was machst du denn heute noch so, denn es ist ja noch relativ früh am Abend. Der Cleverbot muss natürlich wieder reinscheißen. Aha, wie heißt du? Josef. Aller nein, ne? Wie alt bist du? 17, ja, mein Jek. Ich schreibe jetzt, wie heißt du? Boah, Alter, mein Hals. Wie heißt du denn, schreibe ich jetzt. Wenn er jetzt sagt, sage ich dir nicht. Dann sage ich aber. Aber ich habe dem meinen Namen auch gesagt. Leon, Tamam. Alles geht, Bobs. Cool. Nein. Okay, wir wissen, der Cleverbot heißt 17. Habe ich gerade gesagt, der Cleverbot heißt 17? Genau, wir wissen, okay. Okay, wir wissen, der Cleverbot ist 17 und heißt Leon und will mich heiraten. Würde jetzt hinter Leon vielleicht noch ein I und ein E stehen als Mädchenname dann, also Leonie, würde ich es noch verstehen. Aber so? Nein. Ich habe keinen Plan, was ich schreiben soll, ne? Warte mal, du willst mich heiraten. Oder wie? Jetzt so auf richtig assi. Schön. Ich nicht. Bist du ein Junge? Ja. Hä? Wait a minute. Wait a minute.
Ist Leon, kann Leon ein Mädchenname sein? Also jetzt mal for real. Kann das Mädchenname sein? Warte, das google ich jetzt. Ja, nicht wundern, ich gucke hier ein bisschen Echtzeit hier wegen Ding, wegen meinem neuen Short. Nicht wundern. Warte mal. Leon, warte mal. Ist Leon ein Mädchenname? Leon ist ein männlicher Name. Ja gut, also passt das nicht so ganz in dieses Spektakeldreieck. Hä? Was ist ein Spektakeldreieck? Ich scheiß da einfach wirklich drauf, ne? Okay. Das heißt, die 17 ist ein Mädchen und heißt Leon. Hä? Okay. Hieß er nicht gerade noch Leon? Irgendwas an diesem ganzen Gespräch hier passt nicht zusammen. Wenn das jetzt zu laut war, I'm sorry, ich kann nichts dafür. Aber ich schreibe jetzt mal cool, schöner Name. Ja, so ein nur vier Smoothie. Danke, deine ist auch schön. Danke. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber danke. Das schreibe ich jetzt auch. Liegt im Auge des Betrachters. Mich juckt es nicht. Aber danke. So. Ich finde, Schönheit kommt von innen. Der Cleverbot hat Risse an meiner Rippe. Ey, was laber ich schon wieder? Sehe ich aber, bin ich aber. Okay, warte mal. Es hieß gerade, du bist schön. Ich habe geschrieben, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber danke. Cleverbot, ich finde Schönheit kommt von innen. Sehe ich auch so. Dann tschüss. Okay. Hi. Okay. Hold up. Wait a minute. Der Cleverbot hat geschrieben, dann tschüss. Also hatte Cleverbot sich ja verabschiedet, so gesehen. Also habe ich geschrieben, okay, bye. Okay, bye, Schatzi Depp, und du hast mich. Bin ich in irgendeinem Hollywood-Film aufgewacht, der noch nicht rausgekommen ist? Wo bin ich hier gelandet? Ey, dann nehme ich nach 7 oder 8 Monaten Cleverbot auf und krieg das hier. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ey, dieser Cleverbot macht mich fertig. No joke, Alter. Egal, kein Bock. Egal, juckt mich nicht, nächste Folge wird besser. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne mal ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, alles verlinkt. Und ja, joint gerne auf dem Discord. Auch in der Videobeschreibung packe ich euch den Link Nummer 1 in rein. Dann könnt ihr so nochmal raufjoinen. Müsst ihr nicht extra erst auf diese Internetseite rauf. Und dann, ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. His heart is cold, his lungs are